Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animated 2, die Nebel vom Ravenwood. Beim letzten Mal haben wir die Hauptstory abgeschlossen und es ist jetzt ja nur noch ein, ja, Priester da übrig, einer von den Typis da. Und ja, wir haben aber beim letzten Mal die Bonusgeschichte noch nicht gespielt, die wir ja freigeschaltet haben. Und zwar die geretteten Erinnerungen. Und darum werden wir uns heute kümmern. Ich denke mal, oder ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich sie jetzt durchspielen werde. Mal gucken. Und eventuell fange ich dann noch direkt mit dem dritten an. Auch da mal gucken. Und ja, ich hoffe, euch wird das Bonuskapitel gefallen. Ich glaube, ich kenne es noch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Und wir machen wieder auf. Schwierig ist ja, ne? Nicht so schwer. Und auf geht's. I was afraid that all my memories were lost in time. But now I remember, and I can tell you how it all began. It was a beautiful summer, and the year was 1978. We were headed to the coast to enjoy the great outdoors. My boyfriend Mark, my best friend Connie, and me. There was a moment when I thought the world was perfect, and nothing could make me happier. Mark had proposed to me beneath the redwoods. My joy was suddenly shattered by Connie's scream. Mark and I raced back to camp. When I saw him, the only thing I wanted to know was, what happened here? Okay. What happened to her? I don't know. Lucky for us, I think she's only knocked out. She's hurt. I need a bandage and some water. Check the bus. Here, take the keys. Okay. Machen wir. Das Ding nehmen wir schon mal mit. Öffnen wir das Ganze. Oh man, the door's jammed again. So. Das hat ja perfekt geklappt. Das nehmen wir gleich mal mit. Geht, das nehmen wir mit. Wasser großartig sehe ich, aber vorher muss ich den Korken herausziehen. Jo. Wasser haben wir. Sonst ist hier nichts. After Connie got injured, we decided to take her to Eureka when that monstrous raven attacked us. Surely I would have been caught. But then, all of a sudden, I lost ground and started falling down. I thought it was over. But it wasn't. When I woke up, it was almost pitch black. I didn't know where I was, and what troubled me more was that I didn't know what had happened to Mark and Connie. Okay. Ja, gucken wir hier erstmal. Da ist noch was. Eine Sache fehlt noch. Die da. Und wir haben eine Lampe. Endlich. Hier, Käfer. Okay, ein Ruder haben wir. Bring die Blöcke an der richtigen Stelle in die richtige Ausrichtung, um das Schloss zu öffnen. Verändere die Position der Blöcke mit dem Dreher.
Okay. Okay, einmal. So. Perfekt. Das läuft aber wie am Schnürchen, ne? Etwas. Oh Gott, etwas unheimlich. Oh, poor man. But wait, what's there in his hand? Okay, einmal. Einmal. What is this place? A flooded burial chamber in the middle of a redwood forest? So ähnlich, ja. Ah. Einmal. Zweimal. Gott, wie viele Stunden muss ich da drin gesessen haben, bis das alles draußen war in Wasser. So. Having no other option, I continued. Gott, wie schnell das gerade geht. Ah. Finally, I managed to reach some larger chamber with visible daylight. So, diesmal darf ich auch selber suchen. Hier geht das, glaube ich, nicht mit den Dingern hier. So, Zigaretten. Ein Sieb. Ein Gürtel. Eine Säge. Eine Schaufel. Ein Hämmerchen. Eine Bürste, ein Einmachglas, eine Schutzbrille, nur den Pfannenwender finde ich nicht. Okay, das ist wohl ein Pfannenwender. Eimer Wasser. Okay. Und Bestecktasche. Jetzt haben wir auch einen Hammer. It's Connie. Tied and imprisoned. What such, Connie? Who did this to you? Where is Mark? The man
He kept us in some chapel. What chapel? The Blood Tree Raven. Connie? Connie! Okay. Aber einer der Ringe fehlt. Okay. Kommen wir also noch nicht weiter. Da ebenfalls nicht. Da würde ich niemals raufgehen, ne? I finally managed to reach the surface, next to Whitmarsh's mansion. Closer to danger, the farther from harm. However, it was that giant tree that first caught my attention. And not without reason. I saw him there. Whitmarsh. It was clear he was the one pulling the strings here. The monstrous raven was only his servant. But he wasn't the one that was really drawing my attention. It was Mark. Unconscious, but alive. Whitmarsh took him to a chamber under the tree. I had to hurry. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis 2, die Nebel vom Ravenwood. Dem Bonuskapitel natürlich. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und schauen uns jetzt hier nochmal so ein bisschen um. Beziehungsweise beim letzten Mal muss ich einen kurzen Cut machen. Und wir machen jetzt hier direkt im Anschluss weiter. Ja. Mal schauen, was wir hier so finden. Ob wir was finden. Okay. So. Ich brauche einen besseren Ort für das Ritual. Den Riesenbaum irgendwie nutzen. Illusionen brauchen mehr Lebenskraft. Guck mal. Hier, da ist aber sonst nichts, oder? Nee. Wie kann ich das verwenden? Eine sehr gute Frage. Warte mal. Tada! Und ab in den Keller. Wir sind ein Kellerkind. Okay. Nutz vorübergehend 4 Symbole als Schloss, bis die Kryptatür ersetzt ist. A magical sign locks the door? What is this? Dracula's mansion? So in etwa. Okay, hier fehlt was. Okay. Alraunenwurzel. Kerzenhalter. Ein Pfeil, 2 Pfeile, 3 Pfeile. Kräuter. Kerze. Federhalter. Dolch. Ast und Skorpion. Okay. Kleine Scheibe. Und Tarotkarten. Tarotkarten. Hand. Ast. Skorpion.
Okay. Nee. Hätte jetzt sein können. Dann aber hier wahrscheinlich. Ach, wahrscheinlich, um das alles anzukriegen, ne? Perfekt. Zwar eher durch Zufall, aber Fiance was nearby. But so was the raven and its master. My only hope was to find and free him. Ja, es ist zu dick, um ihn abzubrechen. Warte mal. So. Ast. The monstrous raven is guarding that tree. I'd better find another way. Kunis Halskette mit etwas Hilfe kann ich dort heran. Okay, und noch mehr. Hausschuh. Nagellack. Autoschlüssel. Goldenes Herz, Lippenstift, Cracker, Flasche, Pfeil, Messer, Fußspuren, Marienkäfer, So, Brosche. Okay, hier fehlt eine Skulptur. Jetzt habe ich eine Metallstange. Warte mal. Perfekt. Die Pläne für eine unterirdische Lagerstätte für Leichen. Groß genug, um hunderte dicht gepackt zu lagern. This man is deadly serious. He had planned it all. I must stop him. Da fehlt was? Das war hoffentlich nur schwarze Farbe. Ich glaube nicht. Nett. Wirklich nett. Okay. Nee. Ist nur das.
Muss ich denn mit dem Metallring machen? Ja, hier kann ich noch wimmeln. Sehr gut. Schraubzwinger. Das ist ein Bohrer, kein Schraubzwinger. Das ist ein Schutzhelm. Konserve. Pilz. Weiß ich nicht. Sonnensymbol. Schraubzwinge, jetzt habe ich sie. Maulwurf. Flasche. Pilze. Stiefel. Motte. Panne. Becher. Und das Sonnensymbol. What is he doing? Preparing some kind of magic ritual? Betausch die Kacheln, bis sie alle an der richtigen Stelle sind und schalte so die Ringe frei. Okay. Ich hasse sowas. Ein Schlüssel und ein Flügel. Da brauche ich dann auch was anderes für. So, da das hier aber an den anderen Part mit reingesetzt wird, werde ich hier einmal einen Cut machen. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ciao! Since the events of Maple Creek, and I'm still on the hunt for the creature. So far, he stayed one step ahead. But I have a lead.